Ja, also das alpine Highline geht natürlich weit über das reine Slackline oder auch über das Highline hinaus. Also da gehören ganz viele andere Disziplinen im Prinzip dazu. Also man muss gut klettern können, man muss sich in alpinem Gelände also gut bewegen können. Weil all das sind Sachen, die ich eigentlich, als ich mit dem Slackline angefangen habe, nicht unbedingt wirklich gut beherrscht habe, aber die ich einfach dann auch verfolgt habe, um diese Projekte zu realisieren, diese Träume sozusagen umzusetzen, die man sich durch Slackline halt einfach setzt. Ja, man sollte nicht vergessen, dass wir hier eben alpin unterwegs sind. Wenn man nicht aufpasst und seinem Partner einen Stein auf den Kopf wirft, kann es sein, dass der stirbt. Wenn jetzt hier ein blödes Wetter aufkommt und wir schlecht darauf vorbereitet sind, das muss man sich ganz klar bewusst sein. Wir sind hier in einem eher lebensfeindlichen Gebiet unterwegs und man darf nicht vergessen, wir sind einfach nur zu Gast hier. Gerade hier in den Dolomiten ist es ja so, dass man eigentlich keine Spuren hinterlassen sollte und möchte. Das heißt, wir wollen die Slackline so verankern, dass wir am Schluss sozusagen nichts hinterlassen, keine Bolts setzen oder irgendwelche anderen Schäden hinterlassen. Das heißt, wir umschlingen Felsen und am Schluss sozusagen wird die Schlinge wieder entfernt und alles ist genauso wie vorher. Das erste Mal auf so eine alpine Highline zu steigen, ist immer ein extrem interessantes Gefühl, ein bisschen nervös, viel Anspannung. Zwischenschweben, zwischen den Zuständen auch. Am Anfang ist ja keine Line vorhanden. Man kommt hin, findet den Spot, versucht irgendwie eine mögliche Line zu finden. Dann kommt die Line sozusagen hoch, sie wird aufgebaut. Dann erlebt man ganz tolle Dinge auf dieser Line in diesem luftleeren Raum eigentlich. Und am Schluss verschwindet die Line wieder und alles ist genauso wie vorher. Nur man selbst ist halt um viele Erfahrungen und Erinnerungen reicher. Remember this time. Will you remember, remember this time? Will you remember, remember this time?